scheint die schwarze Sonne unter Unterlass. Völkisch hört sich die Signale bis zum letzten Affekt. Das völkische Nationale bekämpft das Menschenrecht. Vergesst das nicht, vergesst das nicht. Internationale, nicht nationale, hoch die internationale Solidarität. Wenn die Leute hier kommen, was passiert mit uns, Mann? Die Wallungsmitgewalt! Der tödliche Messerattacke gehen wieder. Tausende rechte und linke Demonstranten aufeinander los. Es gibt mehrere Verletzte. Ja, die aktuelle Situation in Deutschland bezüglich der gesamten Flüchtlingsdebatte, Flüchtlingskrise und so weiter, alle möglichen Namen, die man dafür irgendwie erfunden hat und versucht hat zu erfinden, um dem Ganzen irgendwie einen Sinn zu geben. Liegt eigentlich wesentlich weiter zurück, liegt schon wesentliche Jahrzehnte zurück. Deutschland hat eine sehr, sehr stabile Demokratie seit Jahrzehnten, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Hat es aber allerdings selten hinbekommen oder nie hinbekommen, sich als Land, sagen wir mal, gegenüber anderen Nationen zu öffnen. Deutschland hat sich nie als Migrations- oder Immigrationsland selber definiert, obwohl ja sehr viele Deutsche selber auch im Laufe des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel in andere Länder migriert sind. Und die deutsche Politik hat es nie hinbekommen, obwohl sie häufig Aufrufe gestartet hat, dass man Gastarbeiter zum Beispiel braucht. In den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen türkische Gastarbeiter, die ins Land gekommen sind, im Osten der, Deutschlands, also in der DDR, vietnamesische Gastarbeiter oder auch viele afrikanische Gastarbeiter, hat man sich nie als Einwandererland sozusagen verstanden. We have nothing left where we are coming from. That's why we have to put our life on the line. Yeah, it's because of Boko Haram. Yeah. Most of us are homeless and we can't even get good education because of them. They burn down schools and terrorize us every time. Der Rassismus, der jetzt überall ist, der überall zu sehen, zu hören, zu spüren ist, sowohl im Parlament, in der Regierung als auch auf der Straße, in dieser Form, in dieser Sichtbarkeit und in dieser Stärke, wie es da ist, war die letzten Jahre vielleicht nicht so da. 2016 in Klausnitz. Ein Mob stoppt einen Flüchtlingsbus. Als ein verängstigter Jugendlicher nicht aussteigen möchte, wird ein Polizist ruppig. September 2016 in Bautzen kommt es mehrfach zu heftigen Ausschreitungen gegen Flüchtlinge. Die Täter nennt der Polizeirevierleiter verharmlosend eventbetonte Jugendliche. Selbst der Bundestag greift das Thema auf. Wir haben gesagt, in einer Ausnahmesituation werden wir helfen, das haben wir getan. Das halte ich im Rückblick auch nach wie vor für richtig, meine Damen und Herren. Wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, diese Reduzierung und Begrenzung wirksam und mit deutlicher Rückführung der Flüchtlingszahlen zu erreichen. Denn abgerechnet politisch wird am Ende über die Zahl der Flüchtlinge, meine Damen und Herren. Ja, die Rolle der Medien ist natürlich eine ganz entscheidende Rolle, vor allen Dingen für die Wahrnehmung und für die Diskursentwicklung in der Bevölkerung selber. Und wenn man sich jetzt so Beispiele anschaut, wie zum Beispiel gerade Chemnitz, wo eine Person von zwei Migranten, ich glaube von einem Syrer und von einem Iraker, ermordet worden ist. Eine schreckliche Tat in jedem Land dieser Welt zu verurteilen und aber vollkommen losgelöst im Endeffekt von der Tatsache, woher diese Menschen stammen. Also diese Tat ist immer schrecklich, egal ob sie von Deutschen begangen wird, ob sie von Menschen anderer Herkunft oder anderer Nationalität begangen wird. We have a hope that one day something will change. This is why we say welcome United, and we want to explain to the civil society that this thing they are seeing, the politicians are doing it. It's they are protecting their career of politician, because for me it's they are protecting their own career of politician. This is why they think they can just do whatever they do, and then the other groups are saying, yeah, they are good people, they are the one who will protect or something like this. But we as refugees, we are human beings, and they have some rights, and they have institutions who say we have a right. We are human beings, and we have a right to be accepted, to work, and to stay here. Be honest with your world, be honest with your country. Refugees, those who are coming to our countries,
our government is responsible because of our economical interests, because of our weapon industry, we make this destruction in the world and refugees has to flee and now they are here in this system. This idea of carnival, this is as Michael Bakhtin writes about carnival, it's a laughter from below directed to those who are the ruling class and privileged. You know? It's a point where art and life meets. You know, carnival is a celebration. Carnival calls for unity. You know, we call for unity and fight against racism together. This carnival is the day where I heard from a refugee who said during the first carnival in Berlin, he said, "I met with first time a policeman who was smiling." Let the people, you know, celebrate. Let the people come together. You know, don't bring your this economical interest, your weapon industry, your racist practice in our daily life. Once we are here, you know, let us celebrate. Von der Parade oder die Idee von dieser, von diesem Zusammenkommen, von dem Netzwerk, ist ja entstanden, weil viele von uns gesagt haben, wir sind tagtäglich aktiv, wir machen lokal sehr, sehr viel und sind lokal jeden Tag in Solidarität mit Menschen, die diskriminiert werden, die isoliert leben müssen und die vom Rassismus betroffen sind. Und diese müssen wir einfach auf die Straße tragen und zwar sichtbar machen. Wir müssen die unsichtbaren Kämpfe, die ja aber tagtäglich stattfinden, sichtbar machen. Ausländer aus! Deutschland, Deutschland! Es ist eine rassistische Politik, die geführt wird. Es ist eine hetzerische Politik, die gegen Migranten und Geflüchtete geführt wird. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Von Außengrenzen bis hier, bis auf lokaler Ebene, wird gegen Geflüchtete und Migranten gehetzt. Menschen, die sich mit Geflüchteten solidarisieren, werden kriminalisiert. Menschen, Initiativen oder NGOs im Mittelmeer, die Flüchtlinge retten wollen, die die Kapazitäten haben oder die die Ressourcen haben, die Schiffe haben im Mittelmeer, sind daran werden verhindert, um nicht Geflüchtete zu retten. Sie werden kriminalisiert. Wir sind viel mehr, als wir denken. Wir sind nur manchmal an bestimmten Orten vielleicht nicht sichtbar. Und das müssen wir auf die Straße tragen. Und dieses Bild, was existiert, müssen wir einfach ganz stark vertreten in der Öffentlichkeit, um diesem Rassismus einfach was entgegenzusetzen. Vergesst das nicht! Vergesst das nicht! Internationale, nicht nationale, hoch die internationale Solidarität! Nochmal hoch die!